er ist. Ah, was haben wir denn hier? Nee. Er ist ein Genießer auf jeden Fall. Ja, genau. Squasma. Ja. Er ist kindisch? Brifna! Dürfte ich Bab! Oh, nee, warte, ist er kindisch? Nein. Ich denke mal, er ist auch sehr... kann weg. Ich denke mal, er ist ein ordentlicher Mensch. Und was anderes. Eifersüchtig, gemein? Nee, das ist ein Kinderliebhaber. Ich brauche noch irgendwas Negatives am besten. Chaot hatten wir ja, glaube ich, gerade. Familienbewusst, böse, eifersüchtig. Nee, Einzelgänger auch nicht, oder? Ist es ein Einzelgänger? Ist der gesellig? Er ist, glaube ich, vielleicht auch eher ein etwas zurückhaltender Typ. Also ich... Jawoll. Er ist ein Einzelgänger. Wir haben die... hart tätowierte, fröhliche, tollpatschige Jacqueline. Und dann haben wir ihren Brecherfreund, der dann aber doch eher... zurückhaltender ist, sehr ordentlich und auch gern mal ein bisschen was kocht. Ja doch, das... so. Und ich habe auch für ihn hier einen passenden Namen, und zwar ist das hier Andy. Andy Band. Auch wenn sein Name auf den zweiten Blick vielleicht doch nicht ganz so Programm ist, wie man meinen sollte. An die Wand und Jacqueline Kloritz. Jawohl. Das hier ist unser Traumpaar. Wir wollen jetzt nochmal die Beziehung. Was ist hier denn? Mitbewohner, Schwester, Ehefrau. Ehefrau wollen wir nicht machen. Ich habe gesagt, dass es eine WG ist. Also denke ich mal, ist erstmal Mitbewohner. Genau. Seine Gangart. Ganz wichtig. Was haben wir denn? Aha. Standardgang? Aha. Oh, nein. Na, warte. Ja. Nein, zu ihm passt dann doch eher. Entscheiden zwischen selbst ich nehme den selbstbewussten Gang, ja, ist ganz gut. Ich glaube ich werde an ihrer Stimme noch ein bisschen arbeiten, so ein bisschen als Gegensatz. Das ist so Lavoy Mabiza, hey Twempalinga. Nibnut Ranchaloy. Sir Kenny Mixlin. Oh, schön kratzig, Alter. Imbala Tafloni. Wambasi Jewel. Hey, Reginu Nupsa. Tinawa Frangi. Wunder, dass ich das doch nochmal... Moisto Quopa. Ah, nee, ich war ja süß, ne? Oh, nee, ja, Lorey. Nee, oder? Ja. Mora, hey, you bosa. Wir lassen ihn halbwegs normal. Aber er ist cool. Der gefällt mir. Oh. Oh. Ja, toll. Ja doch, ich glaube, wir haben gerade unser Pärchen hier gefunden. Unsere WG. Wir spielen. Wir wählen mal ein anderes Porträt aus. Mal gucken. Ha. Huh.
Was haben wir hier so? Das ist in Ordnung, das nehmen wir. Jo. So, wir sind bereit. Wir ziehen, wie vorhin schon fälschlicherweise schon hier vorgegriffen, wir ziehen nach Willow Creek mit ja, der WG Kloritz. Wir haben ein Budget von 22.000 Simlions. Wir können natürlich gucken. Nehmen wir ein möbliertes, bereits stehendes Haus oder bauen uns selbst eins. Ich würde... Das ist sehr gut, dass das da schon mal steht. Zwei Betten, ein Klo, ein Bett, ein Klo. Nee. Ich würde sagen, wir bauen noch nicht selbst eins. Wir nehmen uns das hier erstmal. Ich muss natürlich erstmal gucken, ob wir es möbliert nehmen oder nicht. Das können wir uns, glaube ich, noch aussuchen sogar. Wir können das Haus ja immer weiter umbauen und ausbauen. Und irgendwann, wenn die beiden soweit sind, werden wir uns entweder ein freies Grundstück nehmen oder wir kaufen uns einfach eine dicke Hütte hier. Wo ich hier für schlappe 260.000. Was kostet die Welt? Was soll's? Wir nehmen mal die knarrende Hütte. Das passt. Die beiden sind gerade aus der Schule raus. Ziehen in eine Wohnung zusammen. Werden jetzt selbstständig, also arbeitstätig. Und die haben natürlich noch nicht so die große Kohle. Deswegen nehmen sie sich mal hier die knarrende Hütte. Ist die Frage. Nehmen wir sie möbliert? Dann haben wir noch 8.000 übrig. Oder nicht möbliert? Dann haben wir noch 14.000 übrig. Ich würde sagen, wir nehmen sie erstmal möbliert. So, alles andere können wir uns auch noch raussuchen. Falls da irgendwas ist, was uns nicht gefällt, können wir es natürlich verkaufen und was anderes hinstellen oder was noch dazu kaufen, wie auch immer. Wir ziehen ein. Für jede Karriere gibt es eine Tagesaufgabe, um die Leistung zu verbessern. Das kam gerade ein bisschen überraschend, will ich nicht sagen, oder vielleicht doch schon. Es war auf jeden Fall sehr laut. So, wir haben noch... Dag. Hi. Wir haben noch auf Pause gestellt. Also ich habe jetzt auf Pause gestellt. Ich werde erstmal... So, hier, Pfeiltasten. Ich muss erstmal ein bisschen auf die Steuerung klarkommen. Wir Wandmodus. Wir lassen das mal so eingestellt. Wir schauen uns das erstmal alles an. Wir haben ein schönes Doppelbett. Ich weiß schon genau, wer sich das greifen wird. Wir haben hier... das ist alles recht einfach eingerichtet. Kleinen Fernseher. Dies, das, jenes, welches. Ich werde aus meiner langjährigen Sim-Erfahrung werde ich gleich mal zu den Elektronikgeräten springen. Wenn ich das hier finde. Hier gab es noch eine andere Einstellung. Ich will keine ganzen Räume kaufen. Ich will nur... Ja... Ich... Ja... Doch, das... Auch was Objekte nach Funktion. Du kannst Einrichtungsgegenstände auch nach Funktion einkaufen. Wie FR Elektronik, offene Objekte, öffne Objekte nach Funktion. Zimmer bauen. Es gibt sehr viele Tools, die dir dabei helfen sollen, rasch ein großartiges Haus für deine Sims zu bauen, zu errichten. Werfen wir einen kurzen Blick auf einige dieser Tools. Nö. So. Hier bin ich schon mal. Richtig. Rauchmeldealarm. Ach, da ist schon Rauchmelder. Habe ich gerade nicht gesehen. Man kann sich vorstellen, in meiner langjährigen Sims-Laufbahn
gab's das ein oder andere Brandopfer. Weil die halt nicht solche Meisterköche waren. Deswegen dachte ich mir, ich kaufe noch eins. Aber das ist schon eins. Vorsorglich. Gut. Rüber. Wir legen mal los. Ihr... Snubara, Dubna Timfi. Idi Hashin Isi. Mona Corbo. Erstmal etwas unterhalten. Quafika Abimo. Seneca. Nurchel Kwasner. Mona Corbo. Zimiste. Lumi. Essenoi. Flurry. Muss mal kurz eine Änderung vornehmen. Ich... Kurz Moment bitte. Machen wir weiter. Galba. Dann muss ich halt damit leben. Vini Benitva. No Quimbo. Grinse. Nicht wundern, ich werde das mal ab und zu ein bisschen schneller laufen lassen, wenn mir das ein bisschen zu langsam geht. Wichtig. Ganz wichtig. Du besitzt derzeit kein Geschäft. Öffne das Auswahlmenü, um ein Geschäft zu kaufen. Das kann gerne weg. Vobi Nerx. Benarla Deroy. Hier haben wir die klassischen Bedürfnisse. Dann die einzelnen... Vena Garza Fueb. Attribute hätte ich fast gesagt. Sie hat eine Comedy-Fähigkeit erworben. Wir haben hier das Inventar. Dann haben wir noch die soziale Übersicht. Ich habe Andi gerade ausgewählt. Alles klar. Uchima machen wir sofort. Vaima Kapoi. Trangela, Karriere. Karriere einschlagen. Merno Limbic. Nurgle Quasar. Karriere ist ja sehr wichtig. Pardue Skidna. Die brauchen ja auch Kohle. Ne? So, wir haben Andi. Andi. Nochmal kurz nebenbei. Wie gesagt, ich habe hier ein Atom zugekauft. Hier gibt es deswegen auch einige andere neue Symbole. Wir haben hier jetzt drei neue Berufe zu bekommen. Sogar ein Klassiker, Polizist. Andi. Kocht gerne, deswegen wird er auch zum Leckermaul. Jeder kann zu Hause ein Essen oder ein Getränk zubereiten. Die Gastronomiekarriere ist ideal für alle, die einen Schritt weitergehen und Simians damit verdienen möchten. Berufszweig Koch und Mixer. Gesucht. Aushilfe zum Tellerwäscher. Von 16 bis 1 Uhr. Dienstags und donnerstags hat er frei. Okay. Nehmen wir. Jetzt möchte sie... Was möchte sie denn werden? Eine Entertainerin? Entertainerin würde gut zu ihr passen. Denke ich mal. Eine Sportlerin. Sie ist sportlich, ja, aber... Technik, lecker Maul. Business, Astronautin, nee. Ich werde mal einen neuen Beruf ausprobieren und ich denke mal, ich setze sie mal als Polizistin ein. Polizistin. Möchtest du der Typ Polizist sein, der immer im Dienst ist? Dann ist dies genau der richtige Job für dich. Wir haben alles, um dich für einen ungesunden Lebensstil zu belohnen. Schalte Outfits für unsere Polizistenuniform frei, die du als Schlafanzug tragen kannst. Erteile deinem Kind eine wertvolle Lektion für das schlechte Zeugnis, indem du es in den Gefangenen-Overall steckst und sein Schlafzimmer in eine virtuelle Gefängniszelle mit Gefängnisgitterwänden und eine dekorative Sicherheitskamera verwandelst. Als Bonus kannst du es durch dein persönliches Spiegelfenster beobachten. Okay. Wir nehmen die Polizistin. Jawohl. So, ich muss mal kurz hier ein bisschen... Snibara Watin. Wir haben hier Aushilfe zum Tellerwäscher. Wir haben... Okay. Oh, wir machen mal... Also, wir gehen mal hier hin. Einfach mal begrüßt die Nachbarn ganz normal und sie macht das mal ein bisschen lustig vorstellen. Das passt ja ganz zu ihrer Art. Ich
möchte die Option hier weg haben. Genau. So, so. Oh. Menzu. Was mitgebracht? Er kommt hier an. Der interessiert sich nicht für uns. Sie interessieren sich beide nicht für uns. Er steht hier gerne in der Gegend rum und Travis Scott, junger Erwachsener, ist wahrscheinlich so eine Art Stalker. Nerd. Sparsa. Annie ist angespannt. Chirp Janelle. LeVar Samson. Annie ist ein Einzelgänger. Waga Fruit. Shinosa. Monster Sarde. Spabim Abalo. Seneca. Belindi. Was machst du? Im Internet. Wabarani Cherib. Das ist auch nett. Bitte sie mal ja rein. Lorey? Das kannst du nicht aufmachen. Genau, geh mal rein. So. Wir schauen uns noch mal kurz weiter um. Wir sehen, er ist angespannt. Er hat hier so ein negatives Attribut bekommen. Fremde Gefahr. Einzelgänger fühlen sich in der Nähe von Fremden nicht wohl. Wer weiß, was die Schilde führen. Ja, richtig. Hier oben haben wir einige kleine Aufgaben, die man erledigen kann. Diese Aufgaben bringen eine bestimmte gewisse Währung mit sich und die kann man dann Die kann man einlösen hier so. Im Inventar ging das, glaube ich. Haushalt. Nee, ich ging's nicht. Glono. Bedürfnis. Goomba Tube. Bradley Pelzo. Snurzo. Belohnungstor. Hier ging's. Ich hoffe, hier ist auch ein bisschen was dazugekommen. Aber ich denke mal schon. Wie gesagt, man kriegt immer so kleine Aufgaben zwischenzeitlich, die kann man erfüllen, dann Punkte sammeln. Dafür ist auch dieses, ich nenne es mal Lebensereignis da. Damit kann man, mit der Erfüllung dieses Lebensereignisses, kann man die meisten Punkte sammeln. Und man kann sich dann eben hier viele verschiedene Sachen raussuchen. Zaubertränke, also so Verbrauchsgegenstände nenne ich es mal, oder besondere Merkmale. Ich glaube, Geräte konnte man sich ja auch holen, oder? Ich habe es in Erinnerung, dass man sich auch einige Gegenstände rausholen konnte. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das war vielleicht auch woanders. In Gao! Wie dem auch sei. As humble you me! Yes! Yes! Was haben wir hier? Begrüßung Carbonic. Willkommen in der Nachbarschaft. Die Nachbarn kommen auf einen Besuch vorbei und ich kenne sie lernen. Vielleicht bringen wir dich auch noch. Mach dir keinen Stress, lerne Leute kennen und genieße die Gesellschaft. Macht Jacqueline nicht unbedingt, liest gerade ein bisschen. Door! Unterbrechen das Lesen mal und schicken die mal zu einer kleinen geilen Nachbarsturm. Neskafene, Spinna, Lobia Zara, Jaxa. Schau mal hier, er guckt ein bisschen im Sportkanal rum. Wenn ich mal an der anfängt zu arbeiten. Wir haben heute Sonntagmorgen, kann ich besser arbeiten. Shilo Penive Baima. Finoy Cho. Binfahab. Bepson McCoy. Jongi Plavum. Church Pinva. Yana Zorpo. Quatsch, der ist mal ein bisschen cool. Washa Zabif. Bereavy Downset. Vobi Ibsabibdo. Quas. Looks like Baima. Hey Yoon. Doyum Galabe, Mirvalis, and Pechilo, Mirbani, Patur, Esenoi, Florib, Finalibo, Finofiba, Waga Fruj, Duggengown, Warba Quest, Tebow, Ganir, Pruba. Kurz Verzeihung für meine Abwesenheit. Ich habe ja ein paar Nachrichten bekommen, die ich noch kontrollieren wollte. Jetzt geht's weiter im Programm. Die
Jackie hat wohl den geilen Nachbarsjungen einfach vor der Tür draußen stehen lassen. Kann auch gut zu ihr passen. Ich meine, die muss ja auch nicht mit jedem reden, ne?